Hallo und herzlich willkommen zum Waffenguide, der im neuen DLC Dragon's Teeth frisch erschienenen Bulldog. Und dieses Sturmgewehr ist ein absoluter Wolf im Schafspelz, denn sind wir mal ganz ehrlich, der Sound hört sich an wie aus einer billigen Wasserpistole, aber der Schaden ist absolut zerstörerisch. Bevor wir aber so weit kommen, hier nochmal ein paar Fakten. Das Gewehr stammt aus dem Hause der Short Rifle Systems Inc., wird mit 7,62x51mm NATO-Munition gefüttert, hat 20 Schuss plus natürlich einer Kugel im Lauf und kann im Einzel- bzw. im Dauerfeuermodus geschossen werden. Um sie freizuschalten, muss man mindestens Rang 10 sein, auf einer Dragon's Teeth Map gespielt haben und als Sturmsoldat, Infanterist je 10 Versorger, Pioniere oder Aufklärer umlegen. Die Bulldog kann man ganz gut mit der SCAR-H vergleichen, denn dies ist das einzige Sturmgewehr, welches beim Schaden mithalten kann. Dieser beträgt einen Wert zwischen 34 und 25. Alle anderen Sturmgewehre außer halt die SCAR-H fangen erst bei 25 an. Auf einer Distanz bis 8 Metern erzielt man 34 Schadenspunkte. Danach sinkt der Wert linear bis 55 Meter. Ab da macht die Waffe konstant 25 Damage. Um den Feind umzulegen, braucht man für den Kopf, egal auf welcher Distanz, immer 2 Treffer. In den Torso 3 bis 4 und für die Beine braucht man 4 bis 5. Damit die Bulldog aber nicht gänzlich zu stark wird, haben die Entwickler andere Werte herabgesetzt. So geschehen etwa bei der Feuerrate. Diese liegt bei 700 Rounds per Minute. Das ist zwar im Vergleich zu den meisten Sturmgewehren recht schwach, allerdings noch um 80 schneller als die SCAR-H. Die Streuung und der Erstschussmultiplikator mit 0,25 bzw. 1,6 sind hingegen echt gut, aber der Streuungsanstieg mit einem Wert von 0,13 ist wiederum sehr schlecht. Das bedeutet, dass die Waffe anfangs sehr genau ist, allerdings fliegen die Kugeln schnell weit auseinander. Deswegen ist es unabdingbar, in Feuerstößen zu schießen. Das empfiehlt sich auch bei dem starken Rückstoß, der mit 0,55 in vertikaler Richtung und jeweils 0,3 nach links und rechts wirklich hoch ist. Wenn man das allerdings drauf hat, ist die Bulldog aufgrund des geringen Erstschussmultiplikators und der geringen Streuung sehr angenehm zu spielen. Allerdings ist die Nachladezeit mit 3,05 Sekunden sehr hoch. Wenn die Waffe komplett leer geschossen ist, steigt der Wert sogar auf 3,6 Sekunden. Abschließend zu erwähnen ist auch noch, dass die Kugelgeschwindigkeit mit 450 Meter pro Sekunde ziemlich langsam ist, was heißt, dass sie auf längere Distanzen nicht zu gebrauchen ist. Um nun diesen relativ starken und unkontrollierbaren horizontalen Rückstoß zu minimieren, benutze ich vorzugsweise den Kompensator, da ich ganz gut mit dem Vertikalen zurechtkomme. Leute, denen dieser durchaus sehr hohe vertikale Rückstoß von 0,55 zu groß ist und vor allem Anfängern empfehle ich definitiv die Mündungsbremse. Um hingegen den starken Streuungsanstieg entgegenzuwirken, ist ein Rund- bzw. Kurzgriff zu empfehlen. Okay, das war's dann auch schon mit meinem ersten Waffenguide. Ich bin natürlich offen für Anmerkungen oder konstruktive Kritik. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao und haut rein!